nicht ich, wenn ich mein normales Kleid schneidern lassen würde. Oh, da ist wohl was drauf. Nee, aber ich habe eh schon so einen Tick, dass es billig aussehen kann. Ich muss es nur noch über meinen dicken Po runter. Ja. Zieht euch das Video rein, es wird geil. Ihr geilen Zuckerpuppen, es gibt heute ein Follow Me Around für euch, yay! Und zwar bin ich heute in meinem SQ7 unterwegs und habe tierische Rückenschmerzen. Ich habe mich nachts komplett verdreht, ich fühle mich gerade wie 180 Jahre. Ich kann mich nicht bewegen, es ist eine Katastrophe. Zum Glück bin ich mit dem großen Auto unterwegs und habe mir erstmal schön Massagefunktion eingestellt, Freunde. Ich fahre zu meiner Schneider. Ihr Shop heißt Sexy Handmade Berlin. Und dort seid ihr dann dabei, wie von mir Maß genommen wird. Es wird nämlich für mich ein Designer-Abendkleid gestaltet für die Berlinale. Ich spiele nämlich in einem Film mit, der heißt Feierabendbier. Da habe ich eine Sprechrolle und der feiert Premiere auf der Berlinale. Und da muss ich auf dem roten Teppich natürlich auffallen und kann nichts von der Stange tragen. Aber ich wäre ja nicht ich, wenn ich mein normales Kleid schneidern lassen würde. Nein, es wird durchsichtig. Also zieht euch das Video rein, es wird geil. Ich bin jetzt angekommen. Meine Louboutins habe ich auch am Start, weil wenn man sich so ein Abendkleid schneidert und das ohne Schuhe anprobiert, beziehungsweise es mit Air Max anprobiert, ist das keine gute Idee, weil dann ist das Kleid nachher, wenn man es in hohen Schuhen anzieht, viel zu kurz. Und das wollen wir ja nicht. Ich hoffe, sie macht gleich auf. Ich bin drin. So, na, gut siehst du aus. Ah, schicki. Hey. Freunde, das ist Georgina, meine Hallo. Schneiderin. Und jetzt, ja, jetzt bin ich gespannt, was du Schönes vorbereitet hast für mich. Das ist das die erste Prüfung, so dann wir sehen, wenn die Form ist schon und so, und dann bekommen die gute Stoffe. Also das ist der Probestoff sozusagen. Ja, Probestoffe. Ah, okay. Und dann wir sehen, wenn alles passt gut, die Form ist schon, und dann wir heute versuchen, welches die gute Stoff. Okay. Dann wir wollen benutzen. Dann muss ich anprobieren. Ja, das ist wichtig. Das machen wir doch. So, das ist jetzt das Probekleid. Mhm. Okay. Guck mal, die Länge hast du genau richtig gemacht. Ja. Gut, ja, ich ne? habe ein bisschen Angst, weil ich habe gedacht, 17 cm. So, jetzt hier, ich glaube, ich muss hier ein bisschen kleiner machen. Mhm. Und was denkst du hier? Du willst das vielleicht ein bisschen runter? Dekolleté kann ich noch ein bisschen. Ja, ne? Dekolleté können wir noch ein bisschen runter machen. Ja, komplett. Machen wir. Wenn schon, denn schon, ne? Ach so, weil ich ja nichts drunter habe. Ich habe ja nachher keinen Schlüppi an. Ja, machen wir vielleicht auch bis hier, oder? Ich glaube, dass vielleicht hier ist ein bisschen besser, weil ja, sieht schon schön aus. Das sieht sogar schon in dem Probestoff schön aus. Und die Look, dann? Ja. Die Look ist das hier. Ich habe wie ein bisschen Mermaid, so, du hast mir schon. Ich bin ja jetzt vegan. Ja, das habe ich gesehen. Und Tag 10 heute. Ist gut? Noch geht's. Ja, weil ich finde, mit vegan ist komplizierter als in vegetarisch. Ja, vegetarisch ist einfach. Ja, laufen geht auch. Ja. Ist auf meinen Rücken. Ja, ja, ja. Aber ja, ich glaube, dass... Doch, laufen geht super. Und so? Mhm. So geht's auch dann. Ja, weil ich will... Ja, so geht's. Jetzt muss es nur noch über meinen dicken Po runter. Ja, geschafft. Ja, weil es gibt den... Das ist eine schwarze Spitze. Ja. Ist eine Form. So. Aber ich glaube, das ist nicht was. Hier ist die gleiche, aber mit ein bisschen Farbe. Ja. Du musst mir sagen, und ich kann dann, wenn du sagst, ich mag lieber diese Farbe oder die andere, ich kann nicht. Das ist schön. Das ist schön, ja. Das, ich habe gedacht, das mag seine Party. Das ist vielleicht ein bisschen zu hell? Ja, ich glaube auch. Ja. Ein bisschen zu hell. Hier, wir haben mehr. So. Das ist mir auch zu hell. Ja. Aber ist auch schön. Das ist super schön, aber das ist ein bisschen so. Dieses ich glaube, ich mag es lieber ein bisschen dunkel. Ich wusste gar nicht, wie anstrengend es ist, einen passenden Stoff auszusuchen. Ich habe mich jetzt eigentlich für den rosanen entschieden, bis mir dann eingefallen ist, dass ich keine Louboutins in der Farbe habe und ich kann ja nicht zu einem altrosa Kleid schwarze Loubis anziehen. Das würde komisch aussehen. Da müsste ich helle Schuhe anziehen, habe ich aber nicht. Jetzt waren wir bei der schwarzen Spitze. Aber die ist nun wirklich sehr durchsichtig. Da sieht man ja meine Nu komplett. Das ist mir dann, glaube ich, ein bisschen zu viel.
Jetzt haben wir uns auf grün mit Pailletten geeinigt, aber so sicher sind wir uns auch noch nicht. Also ist alles nicht so leicht. Manchmal geht es anders, schneller als man denkt. Jetzt hat mir die Georgina einen Stoff einfach mal so gezeigt. Den habe ich jetzt mal an meinen nackten Körper gelegt. Und wir haben uns entschieden, es wird dieser Stoff hier, aus dem mein Kleid wird. Ja, sie fängt jetzt dann an zu nähen und nächste Woche komme ich nochmal zur Anprobe. Und dann wird's ernst. Freunde, eine Woche ist vergangen. Ich bin wieder auf dem Weg zu meiner Schneiderin. Heute wird das richtige Kleid anprobiert und abgesteckt. Ich bin neugierig. Weil zum Beispiel hier, oh, das ist ja schon der richtige ja. Stoff. Ja. Hier zum Beispiel, ich will das, ich habe nicht gut genäht, weil ich will, ja. Es steht perfekt. Alles klar. Aber generell, das ist die Stoffe. Oh mein ist Gott. Selbstsichtig, ja? Ich finde den gar nicht so durchsichtig. Nee, okay. Wir probieren. Dann können wir hier, ich mache die Änderungen, das wir brauchen, vielleicht wir brauchen nicht hier eine, dann die andere hier und vielleicht am Freitag, wenn du kannst, oder sei willkommen dann. So. Okay. Ich muss Schlüppi ausziehen, sieht das doof aus. Ja, hier, ich muss. Du musst einfach Schlüppi ausziehen. Das sieht, mit Schlüppi sieht das ja nach ja, nichts aus, wenn da sowas weißes ist. Und dann du hast das Gefühl, oder? Das, Und die Schuhe, warte. Ich muss nicht. Soll ich Schuhe schon anziehen? Ja, du kannst es. Und dann lass mich sehen. Mein Rücken ist heute wieder gut. Ah ja, hast du etwas gemacht? Nee. Oder? Es ist von einem Tag auf den anderen. Okay. Als ich von dir wiedergekommen bin, musste ich schwer schleppen. Ja. Weil ich was gekauft habe, was schwer war. Mhm. Hab das dann geschleppt und danach war weg. Okay. Das ist komisch. Wow. Und gut, dass wir schwarz genommen haben. Ja, besser. Das sieht edel aus. Weil wenn das eh schon so durchsichtig ist, hat das immer eh schon so einen Tick, dass es billig aussehen könnte. Ja. Das und dann schwarz ist edel. Ist das nicht geil, das Kleid? Das ist jetzt schon richtig schön. Ja. Und ich sehe auch gar nicht fett aus. Ich muss nicht mal Bauch einziehen. Gut, also kann ich doch noch was essen vorher. Oh, nee. Hast du jetzt auf Spanisch geflucht? Ja. Was hast du gesagt? Fuck. Aber auch noch, wie heißt das auf Spanisch? Ja. Dann sag mal, wie heißt das? Joder. Joder. Die Rückseite. Wow. Ja. Super schön. Das ist schön, ne? Ja. Ja, mega schön. Ich muss auch gleich noch ein Foto machen im Spiegel. Oder ich gebe dir mein Handy, da kannst du auch eins machen. Dann machen wir das. Wenn du kannst, dann am Samstag oder Sonntag, ich schreibe dir. Das. Oh, da ist wohl was noch. Nee, aber das ist das Problem, ist das hier. Noch nicht festgenäht ist. Nee. Ja. Und dann, wenn ich es fast genäht, dann ist alles gut, aber jetzt halt ein bisschen. Warte mal für Instagram. Ah, mit mir. Dann mach das mal mit dir. Komm doch wieder her, wo bist du denn? So, es verwackelt noch eins. Okay, dann kannst du noch eins von vorne machen. Sehr gut. Dankeschön. Ihr süßen Zuckerpuppen, ich habe jetzt wieder ein normales Outfit an. Das Kleid ist so gut wie fertig, ich kann es bald abholen. Ihr süßen Zuckerpuppen, es ist soweit. Ich bin wieder bei meiner wundervollen Schneiderin. Und das Kleid ist fertig. Jetzt wird anprobiert und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Da macht ihr die Schuhe. Ja, und ich mache alles so. Hier. Ich habe 1,6 Kilo abgenommen. Okay, ich merke es. Merkst du es? Ja. Sehr gut. Sehr gut, man merkt es. Ja, und ich merke auch in der Kleid ein bisschen, aber ist alles gut. Das ist schon schön. Ja, das ist, ich glaube, das ist gut. Ich glaube, ich muss nicht ein. Wie lange nähst du schon? Seit ich war 18 Jahre alt. Okay. Oh, ich habe es angefangen. Ich habe auch mal versucht zu nähen. Ja? Das ist dann leider in die Hose gegangen. Warum musstest du jetzt bügeln? Weil immer wenn man näht, ja? Dann du bügelst und dann du machst alles komplett flach. Ach so, damit es nicht absteht. Ja, weil die Stoffe sind komplett flach und das sieht dann nicht schön aus. Okay, ich verstehe.
Ja, mein Kleid ist inzwischen fertig. Die Schneiderin hat das wundervoll gemacht. Wenn ihr auch so ein tolles Kleid haben wollt oder tolle Dessous oder andere geile Sachen, schaut einfach mal bei Instagram bei Sexy Handmade Berlin vorbei oder guckt in meine Infobox, dort werde ich die Georgina natürlich verlinken. Ja, was soll ich sagen? Wenn euch das Video gefallen hat, schenkt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und schreibt in die Kommentare, was auch immer ihr schreiben wollt. Muah!